Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Willkommen zurück auf Fars LP. Und jetzt geht's an das Üben mit der versteckten Klinge. Wunderbar. Noch nie sah ich eine so scharfe Klinge. Manche Ziele sind schwieriger als andere. Bedenke das, bevor du zuschlägst. Ein guter Versuch. Wenn die Stärke zu hoch ist, reicht das Attentat nicht aus, okay. Greif dieses von der Kante aus an. Aha. Kantenattentat. Das kennen wir auch schon. Sehr cool, jetzt von oben, lass mich raten. Wie wär's mit einer Herausforderung? Spring von oben auf das Ziel. Ja, sehr gerne. Sehr cool. Nutze, wenn möglich, deine Umgebung. Greif zum Beispiel aus diesem Heuhaufen. Ja, auf jeden Fall. Mentor, hat Eivor vor, sich uns anzuschließen? Nicht, dass ich wüsste. Warum erhält er dann die Klinge? Sicher gibt es andere... Schweig. Perfekt getroffen. Du führst die Klinge gut. Lassen wir Eivor mit seinem Geschenk allein. Komm. Eivor, gehen wir zum Hafen und genießen die Nachtluft. Alles klar, Bruder, das machen wir doch. Was hältst du von meinen neuen Freunden? Sie scheinen gleichermaßen großzügig wie bedrohlich zu sein. Ich weiß, was du meinst. Und gebildet sind sie auch. Sie nutzen Zahlen und Schriftzeichen, als wären sie Seder. Basim hat mir so viel über die Welt beigebracht. All das werde ich mit dir teilen, wenn die Zeit reif ist. Oh, wie habe ich diesen Geruch vermisst? Bleibst du jetzt hier oder willst du dich dieser Schattenbruderschaft anschließen? Später, Eivor. Heute sind wir als Familie vereint. Das Hier und Jetzt ist es, was zählt. Die Familie, der Clan und der Ruhm. Ich habe dich vermisst, Bruder. Deinen klaren Kopf, deinen Mut. In den letzten Monaten mangelte es uns an beidem. Ach, du schmeichelst mir, Wolfsmal. Mach weiter so. Von hier bis Valhall werde ich immer an deiner Seite sein, Sigurd. Immer. Dieser Fjord ist zu klein für mich geworden. Oder ich zu groß. Jenseits dieser steinernen Fangzähne, die uns umgeben, gibt es noch so viel mehr. Englerland, Irland, das Frankenreich, alles grün und fruchtbar und reif zum Pflücken. Morgen führen wir Krieg gegen Kjötvi und holen uns das Land zurück, das er uns nahm. Und dann errichten wir dort ein Königreich. Nur für uns. Ich bin bei dir. Gib nur den Befehl. Gut. Ruh dich aus und komme im Morgengrauen hierher zurück. Quest abgeschlossen, die Rückkehr des Prinzen. Der Angriff auf Kjötvi steht jetzt unmittelbar bevor. Und dann hoffen wir, dass wir die Eltern von Eivor rächen können. Zusammen mit unserem Bruder Sigurd. Die Nornir haben gesprochen. Du wirst Sigurd verraten. Nein, du irrst dich. Das kann nicht stimmen. Odin kämpfte gegen sein Schicksal. Es ist möglich. Du wirst Sigurd verraten. Scheiße. Kjötvis Krieger. Oh oh. Wir kümmern uns nicht nachher um die hier. Kjötvis Speer. Kommen. Betäubung, schwerer Schaden. Was gibt's hier als nächstes? Weg des Wolfes. Nahkampfschaden. Oh Gott. Was kommt hier jetzt noch? Schleichangriff. Ach du Scheiße. Okay, ich glaube der Fähigkeitenbaum ist größer als ich dachte. Und geht in verschiedene Richtungen weiter.
machen wir das mal so. Aber hier gibt es ja nochmal 4 Verbindungen nach außen. Oh je. Da brauchen wir, glaube ich, ziemlich viele Fähigkeitenpunkte, habe ich so das Gefühl. Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Hoppala. Da wollte ich jetzt nicht hin. So. Böses Erwachen. Kirtwi ist schon da. Töte die Späher. Ist die Aufgabe. Hallo, was machst du denn hier? Wir kommen nie allein. Ich muss die anderen finden. Ja. Spähe für mich in die Ferne, Sünen. Ist das ein Tier oder ein Mensch? Das ist ein Mensch. Der wird da mal markiert. Finde und töte alle Späher, das machen wir. Da will er uns also überraschen und uns zuvorkommen. Der Gute. Kjötvi, der Grausame. Aber daraus wird nichts, weil Ivor ist aufgewacht. Moment mal. Moin. Manchmal ist das Beste, Gegner einzeln und unbemerkt auszuschalten. Spüre mit Hilfe von Odins Sicht Gegner in der Nähe auf. Okay, dann können wir pfeifen. Da oben war auf jeden Fall noch einer. Irgendwo. Und hier haben wir noch einen. Oh, das waren schon alle. Oh, ich brenne. Ja, das ist nicht so gut. Jetzt brenne ich nicht mehr. Sigurd muss davon erfahren. Ja. Kirtwis Anweisungen. Sag mir, was du siehst und wie viele. Schiffe, Krieger, Vorräte. Vermerke auch Besuche von Jarls und anderen wichtigen Leuten. Bringe in Erfahrung, was du herausfinden kannst und erstatte mir sogleich Bericht, Kirtwi. Puh. Ja, der hat hier vorgesorgt. Wir müssen Sigurd Bescheid sagen, alle aufwecken, dass sie hier kampfbereit sind, wenn wir jetzt gleich eventuell angegriffen werden. Wer weiß, was Kirtwi so vorhat. Okay, die sind jetzt zumindest wach, die Leute. Dann müssen wir nur Bescheid geben. Mit jedem Tag, den wir warten, wird Kirtwi stärker. Wir haben nicht die Leute, um Kirtwis Feste zu stürmen. Die Verluste wären zu groß. Die Verluste sind jetzt schon zu groß, Vater. Bis diese Schlange tot ist, wird sie uns vergiften. Tag um Tag, Tropfen um Tropfen. Das Gift hat bereits unser Wasser verschmutzt. Götter, Eivor, was ist geschehen? Späher in unserem Lager. 3 Männer von Kirtwi geschickt, uns im Schlaf zu töten. Ich vergalt es ihnen. Da hörst du es. Das hast du vom Warten. Wir müssen auf diese Schmach antworten. Sie kamen aus Netafall, dem Walfängerdorf in Kjötvis Einflussbereich. Doch schlagen wir zu. Wir brennen es nieder, bevor Kjötvi vom Tod seiner Späher erfährt. Er könnte mehr geschickt haben. Ich suche das Dorf ab, während du die Mannschaft sammelst. Nicht nötig. Heitan wird das Gebiet absuchen. Verlasst euch auf ihn, während wir unterwegs sind. Wir? Willst du dich anschließen? Ich bin nicht wie ihr für Walhall vorgesehen. Aber dies wird nicht meine erste Schlacht sein. Das gefällt mir nicht, aber ich halte euch nicht auf.
Führe meinen Sohn nicht in denselben Sturm, der dir folgt. Das haben wir nicht vor. Wir passen schon auf. Plündere Kjötvis Vorräte. Und das zu dritt jetzt, oder was? Los geht's! Ach nee, da kommt die ganze Besatzung angelaufen. Wollte gerade schon sagen, hä? Hier müssen wir an die Ruder. Haltet hier! Nein, ich wollte jetzt nicht anlegen. Tut mir leid, ich wollte nicht anlegen. So. Und bitte ablegen. Wir können das Segel nicht setzen. Ja, ich will ja auch nicht das Segel setzen, sondern... Dieser Wind würde die Segel füllen! So, und dann zum Questziel, so. Renngier, als ich fort war, fernab dieser frostigen Küste und mich fragte, ob ich die Heimat je wiedersehen würde, spürte ich Angst. Angst, nicht rechtzeitig zurückzukehren, um Kjötvis Ende zu erleben. Angst, ihn nicht wie ein abgestochenes Schwein im Schnee ausbluten zu sehen. Doch hier bin ich, rechtzeitig, um mit jenen, die ich liebe und vermisst habe, in den Kampf zu ziehen. Heute entreißen wir Kjötvi Netafall. Heute Abend schlägt sein Herz wild vor Sorge. Morgen zerplatzt es vor Furcht. Er wird die Götter um Schutz anflehen, doch sie werden ihn nicht erhören. Und schon bald wird der Rabenclan sich an den Toten laben. Du kennst diese Inseln am besten, Wolfsmal. Führe uns zum Sieg. Ich weise den Weg, aber führen musst du uns. Oh, Eivor. Wie habe ich dich an meiner Seite vermisst? Wie sehr ich wünschte, du wärst mit mir gereist. Styrbjörn wollte dem Schicksal nicht unser beider Leben anvertrauen. Er war grundlos besorgt. Zusammen sind wir unaufhaltbar. Ja, das hoffe ich doch, dass es so bleibt. In Netherfall sollen wir jetzt also die Vorräte von Kjötvi plündern. Der wird überrascht sein, dass wir jetzt mit einem ganzen Schiff hier auftauchen. Das mit dem im Schlaf töten durch seine Speer hat nicht so funktioniert. Die hat Eivor erwischt. Und jetzt kommt der Gegenangriff. Mal schauen, wie viele Männer der so an Bord hat. Hier ein netter Fall. Ob wir hier... Und los geht's. Und schon wird geplündert. Los geht's. Ah, ich habe gar kein Schild mehr ausgerüstet. Mal ganz kurz. Warum genau habe ich kein Schild ausgerüstet? So. Da haben wir nur den komischen Bärenhelm, den will ich jetzt nicht aufziehen. So. So ist das Ganze doch gut. Hoppala. Ich wollte eigentlich jetzt nicht unbedingt da... Sag mal, warum brenne ich denn die ganze Zeit? Muss mal bitte aufhören zu brennen, Eivor? Puh. Äh,
Irgendwie habe ich so das Gefühl, hier brennt so ziemlich alles. Na toll. Da ist noch ein Vorratswagen. So, ich konzentriere mich mal ein bisschen. Ach Mann, warum brenne ich denn die ganze Zeit? Kann doch nicht sein. Also das ist schon ziemlich lästig hier mit dem Feuer. Sigurd brennt auch. So. Wo hat's noch Vorratswagen? Da oben ist noch einer. Dann gehen wir da noch schnell hin. Da bleibe ich jetzt einfach mal weit weg. So. War's das mit den Vorräten? Oh oh. Oh oh. Suche Sigurd auf. Das machen wir. Dann ist es irgendwie blöd, weil die alle selber explodiert sind und in Flammen aufgegangen sind, die Wagen. Und dann habe ich immer gebrannt, beziehungsweise Ivor. Das war ein bisschen komisch. So. Wir suchen Sigurd auf. Die Vorräte sind zerstört. Aber jetzt kommt natürlich hier Nachschub an Kjötvis Männern, schätze ich mal. Grüße, Rabenclan. Ah. Ihr fahrt eine blutige Ernte ein. Gudom, der Weiße, wer kommt bist an. Du, Fremder? Wie nennt man dich? Ich kenne sein Gesicht. Er hat vor kurzem Styrbjörn getroffen. So ist es. Ich bin Gudorm, der Onkel von König Harald des Nordens. Ich spreche für meinen Neffen, wenn nötig. Dies sind nicht König Haralds Lande. Warum schickt der Krieger so weit nach Süden? Die Frage kann er dir selbst beantworten. Herr? Danke, Onkel. Du bist Sigurd vom Rabenclan, richtig? Der Sohn des Waisenkönigs Styrbjörn. Der bin ich. Du stehst auf seinem Land, König Harald. Land, welches wir mit Blut und Stahl zurückholten. Dies sehe ich und achte ich. Denn ich bin nicht hier, um Krieg gegen euch zu führen, sondern für euch. Auf Bitte deines Vaters. Dieser schlaue Fuchs. War das der Plan, von dem er sprach? Ich biete meine Unterstützung an. Mit meinen Kriegern kann der Rabenclan Kjötvis Feste einnehmen und diesen Zwist ein für alle Mal beenden. Gute Nachrichten, Eivor. Der Wanderkönig wird das Blatt für uns wenden. Dasselbe Ziel weiß ich nicht unbedingt. Wir brauchen deine Männer nicht, das stimmt auf keinen Fall, weil offensichtlich haben wir zu wenige. Und die Frage ist eher, was hat König Harald davon? Warum setzt du deine Leute für uns aufs Spiel, König? Was gewinnst du dabei? Dieser Krieg zwischen Kjötvis Clan und dem euren brodelt schon lange an meiner Südgrenze. Aha. Ich will, dass er aufhört. Schutz von Solange seinem Königreich. Lebt, wird es keinen Frieden geben. Doch dein Vater und ich sind uns in vielem einig. Diese Blutfehde sitzt tief, König Harald. Deine Hilfe ist willkommen. Doch muss ich den Angriff führen. Ach so. Ist das eine Frage der Ehre für euch? Ja. Vor vielen Wintern brach Kjötvi einen Schwur gegenüber unseren Vätern. Er brach den Frieden und tötete viele. Ich verstehe. Jarl Sigurd wird den Angriff gegen Kjötvi und seinen Clan führen. Gib ihm den Befehl über meine Schiffe und Krieger. Wenn du den Sieg in den Händen hältst, Sigurd, suche mich in Alrekstadia auf. Dann feiern wir gemeinsam. Gut, gut. Unsere Leute versammeln sich in Flörli, nordöstlich von hier, nahe der Fjordmündung. Schließt du dich uns an? Einen Moment. Du führst unser Langschiff, Eivor. Wir treffen uns dort und bringen den Göttern Kjötvis Kopf dar. Bruder, auf diesen Tag warte ich seit vielen langen Jahren. Wenn Kjötvi vor uns steht, lass mir den Todesstoß. Er ist dein, Eivor. Das hast du verdient. Wunderbar. Neue Verbündete an Bord. Sehr gut.
kurz hier mal. Harald ist freigebig mit seinen Kriegern. Mehr als ich es wäre. Ich durchschaue sein Spiel nicht. Entweder ist er jung und dumm oder trickreich und weise. Was auch sein Antrieb ist, ich habe ein gutes Gefühl, dass dieser Krieg bald endet. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn der Krieg bald endet. Und Rache an Kjötvi genommen wird. Neue Quest, ein grausames Schicksal. Ich finde es sehr cool, wie die Wellen hier so hin und her wogen, bisschen über den Strand. Quest abgeschlossen, böses Erwachen. Sprich mit Sigurd, sollen wir als nächstes machen. Wir sind mal wieder eine Stufe aufgestiegen. Bekommen dafür wieder 2 Fertigkeitenpunkte. Mal schauen, wo wir die investieren. Ah, da müssten wir erst da noch hin. Für die große Fähigkeit. Plus 4,2 ausweichen. Und was ist das hier? Wenn du den Rücken deines Gegners triffst, richtest du mehr Verteidigungsschaden an und bringst ihn ins Taumeln. Oh. Ich glaube, das ist cool. So. Man kann da auch Punkte zurücksetzen und umskillen, wenn man möchte, quasi. Aber ich glaube, das passt so erstmal. Dann machen wir einfach mal so weiter. Ein grausames Schicksal. Dies ist die Quest, die wir jetzt haben. Hier haben wir noch Harald, König von Norwegen. Harald ambitioniert zu nennen ist, als würde man Norwegen als ein bisschen felsig bezeichnen. In einem Land, wo Kleinkönigreiche mit den Gezeiten aufsteigen und stürzen, hat Harald den Stammbaum und das Heer, um seinen Traum von einer vereinten Nation in die Tat umzusetzen. König Harald, in seinen späteren Jahren Schönhaar genannt, ist der Sohn Halfdans des Schwarzen, dessen Name von seinem eigenen schwarzen Haar herrührte. Offensichtlich ist dies eine Familie, die weiß, dass Äußerlichkeiten in der Welt Gewicht haben. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's Kjötvi an den Kragen, da sprechen wir dann mit Sigurd. Das war's von dieser Folge hier, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, Leute.